Chapter 5, Gameplay-Szenen kursieren auf TikTok herum. Die große Waffenruhe, wo wir alle unsere Waffen stilllegen und beiseite legen. Chapter 5, Kartenmaterial. Denn auf TikTok kursiert gerade ein bisschen was rum. Ein bisschen was zum Lachen, ein bisschen natürlich was Schönes für einen schönen Moment. Wir rattern das Ganze einmal runter. Und in diesem Sinne ein Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, Leute. Wir sind jetzt schon fast 500 Stunden live. Ne, deswegen immer noch aus dem Sabaton. 21 Tage sind wir schon am Start und wir haben noch ein paar 10 Tage offen. Weil so ziemlich genau in 11 Tagen passiert auch dann natürlich das große Live-Event und Chapter 5. Ab nächster Woche geht es richtig rund. Dann kriegen wir ja unsere Teaser-Phase, dann kriegen wir unsere ganzen Vorschaubilder. Vielleicht auch die ersten offiziellen Battle Pass Bilder für Chapter 5 und da freue ich mich mega drauf. Wir wissen ja, dass die Chapter 5 Karte in den Spielerteilen einfach rumgammelt und draußen ist. Das ist ja nicht fake oder sowas, was auch immer dahinter steckt. Ob es die offizielle, komplett fertige Chapter 5 Karte ist, weiß man nicht. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr seltsam, warum die eine unfertige, leere Version der Karte einfach in den Spielerteilen lassen. Obwohl die Chapter 5 Karte ja natürlich schon längst fertig ist. Die sind ja schon mit Season 1 und Season 2 auch schon fertig, was das ganze Plan angeht. Da sind ja auch schon einige Updates auf den Testservern. Und deswegen einfach nur so eine Testversion. Vielleicht will Epic einfach, dass wir ein bisschen Hype an Chapter 5 schnüren und schon ein bisschen drüber quatschen, was da reinkommen könnte. Und ja, ich habe Elite geschafft. Also Road to Unreal ist auf jeden Fall drin. Werde ich wahrscheinlich noch in dieser Season schaffen. Ist ja auch ein bisschen leichter geworden jetzt in Chapter 1. Ne? Vielleicht, weil einfach die Masse an Spieler jetzt zugenommen hat und deswegen auch ein bisschen leichter geworden ist. Das kann auch sein, aber läuft auf jeden Fall gut. Ne? Bin ja auch erstmal auf Bronze runtergefahren und dann vom Bronze jetzt auf Unreal. Ich hoffe mal, dass ich daraus auch noch ein Highlight-Video erstelle, dass ich das zeitlich schaffe, bevor der ganze Hype um Chapter 5 startet. Wir fangen auch komplett mit dem absurdesten Video an, was ich wahrscheinlich in letzter Zeit gesehen habe. 4 Millionen Views, Leute. Ich nehme euch nicht flack, steht hier oben rechts, ne? 270.000 Likes. Davon träume ich nachts. Und selbst da schaffst du nach Team Nachtaktiv nicht. Aber hört mal das an, das ist crazy. Completely dead after the OG season. Okay, Fortnite wird komplett aussterben nach der OG season. Und er erklärt uns warum. Chapter 5 is expected to be released on December 3rd. Das passt. Some of the files just got leaked and the new changes are absolutely insane. Ist natürlich immer super, ne? Als ob man irgendwie so Milliardenordner hat, wo sich die Leute durchfühlen und dann, ah, da ist noch eine Datei, ah, da ist alles über Chapter 5 drin, was wir jemals wissen wollten. Keine 100 Spieler-Lobbys. 500 Spieler-Lobbys. Ja. Wie man sich das erfindet, weiß ich auch nicht. Ne, es gibt ja nicht mal ein Gerücht. Es ist ja nicht mal wie ein Gerücht, wie das Battle Pass im Rennmodus reinkommt. Oder das Lego-Modus wie Minecraft ist. Wenn ihr das noch nicht mal wisst, ne, am Ende des Videos oder oben rechts auf das i, dann könnt ihr das auch genau noch nach reingucken. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, Leute. Das ist ja nicht mal etwas, was ein bisschen Bestand hat, ne? Einfach so, oh, was ist heute Tag? Och, heute ist Dienstag. Was habe ich schon lange nicht erzählt? Einfach 500 Lobbys. 500er Lobbys. Spieler. Warum nicht? Bodies instead. Now obviously the map is too small for natürlich, die Karte players, ist viel zu klein und deswegen zeigt er uns jetzt die reale Chapter 5 Karte. Schaut ganz genau hin. Why Donald Ketchup decided. Donald Ketchup. Weißt du, wenn er trollen will oder sowas, oder wenn er einfach nur ein Fake-Video machen möchte, wo er die Leute anlügt. Warum ist alles so ernst bis auf Donald Ketchup? To combine every map into one huge map. Ja. Bruder, vertrau mir. Der größte Clusterfuck einer Karte, die man haben kann. Einfach alles reinschmeißen, was... Ja, das ist so, wenn Kinder denken, ey, ich mixe Cola, Fanta, Zero, Sprite, alles miteinander, ne, und noch das Bierchen vom Papa. Und das wird schon ein geiles Gesöff oder sowas. Und dann schmeißt man einfach alles rein und sie sieht einfach nur aus wie durchgenudelt. This is gonna make the average game of Fortnite last 1 to 2 hours long. Jo. And since... Seht ihr, das meine ich. Warum wird alles so ernst erzählt? So, ne, es wird 1 bis 2 Stunden lang sein. Okay, man kann jetzt natürlich sagen, okay, ist ja obvious, dass es alles gelogen ist. Ne, und dass es vielleicht ein Troll sein soll. Wegen Donald Ketchup auch. Aber da sind so viele Dinge ja einfach so aus den Haaren herbeigezogen. Einfach so, ja, das wird so passieren. The games will be so long. Und in der Stimme ist ja nicht mal Sarkasmus drin. Ne, da ist ja nicht so, oh Leute, also eine 500er Lobby, komm rein, weil die Karte ja so krass ist. Das wäre ja sarkastisch. Nein, da sitzt da ja so... Es werden 500er Lobbys reinkommen. Fortnite OG wird komplett aussterben.
Epic is going to pay players $100 for every win that they get. Yeah. The second big change is going to disappoint a lot of console players. Because one of the trusted leakers tweeted out that Fortnite will only... Seht ihr, das meine ich. Erst macht er so einen auf Troll, ne, Donald Ketchup, auf, ne, ist doch mega obvious. Und dann faked er einen Tweet von Hypex, den er nie gepostet hat, dass Fortnite nur noch auf PC verfügbar sein wird. In Chapter 5. Bruder, vertrau mir. Also wenn ihr das jemals geglaubt habt, Leute, dann wurdet ihr getiktokt. Ne, deswegen, komplett fake, diesen Tweet gab es nicht, der hat einfach nur den Text ersetzt. Only be available on PC at the beginning of Chapter 5. I think this is because of the unfair advantage console players have with aim assist. Genau, wegen aim assist. But as of now, the reason is unknown. Let me know what you guys think of these new changes and save this video. Ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Das ist schnell erklärt, hat auch ein paar Millionen Views mit 204.000 Likes, ne, und auch ein paar Millionen Views. Ich liebe diesen Harry da mit diesem künstlichen Battle Pass. Ein paar Sachen wurden ja aus den neuen Konzeptzeichnungen genommen, zum Beispiel diese Highskin oder so. Aber ne, Battle Pässe oder Winterpass oder gratis Winterpass und was auch immer, ist alles komplett gelogen, wenn ihr irgendwas auf TikTok aktuell seht. Stand aktuell, Datum jetzt. Kann sich in einer Woche ändern. In einer Woche könnte echt eine News reinkommen. Deswegen auch natürlich gerne den Abo-Button reinhauen, Leute, damit ihr da nichts verpasst. Der wahre und echte News schon seit Kindheitsalter an. Naja, auf jeden Fall zeigt er uns dann auch die Chapter 5 Karte. Wieso schmeißen die Leute gerade einfach diese komplett zugemüllte Karte hin, ne? Weil wir kommen zu der größten Zusammenfassung. Einfach ein 3-Minuten-Schinken, Leute. 1,6 Millionen Views und fast 200.000 Likes. Ne, und was Chapter 5 revealed. Viele Bilder, wobei man sagen muss, es ist noch halbwegs so schlimm wie der Typ mit seinen 500 Spieler-Lobbys und das auf Konsole alles eingestellt wird, ne? Lass uns das Ding mal anhören, weil ein paar Sachen sind natürlich hier auch real. So. Er benutzt hier ein paar Bilder von Rette die Welt, weil die Rette die Welt ja auch jetzt ein neues Update bekommen hat und neuen Content und neuen Bereich. Das ist ja ein eigener Spielmodus in Fortnite. Deswegen, das ist soweit so gut. Ne? Er blendet einfach nur ein paar Sachen ein, genauso wie wieder ein Fan-Battle-Pass beziehungsweise Bildschirm, wo ein paar Fanskins drin sind. Also ne, einfach auch Konzept und KI. Und zeigt dann eines der ersten interessanten Konzepte. Das ist jetzt ein Mix aus der Season 5 Karten, die in den Spieldateien liegt. Deswegen habe ich das am Anfang des Videos angesprochen. Ne? Und ein User hat dann einfach ein paar Infos, die wir aktuell schon wissen, zusammengefasst und das Ganze reingepackt. Das Ganze haben wir auch in groß. Ist wie beim Teleshopping-Kanal, muss ich euch sagen. Ne? Das, ich habe mal was vorbereitet und wir haben das mal rausgesucht. Natürlich Dankeschön an die Community. Und haben dabei ItsDrawM7 gefunden auf Twitter. Der hat dann diese Chapter 5 Karte ein bisschen verfeinert. Und ich, in meinen Augen, wirkt diese Karte immer noch zu klein. Oder auch diese ausgefüllte Zeichnung hier, sie wirkt immer noch ein bisschen zu klein, weil die Gebäude sind, wirken so riesenfett hier. Vielleicht ist aber auch einfach die Karte so riesengroß und die Gebäude dann deutlich kleiner. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, ne? Und da sieht man einfach, wenn man schon ein bisschen die Karte mit Bäumen und Stuff und Orten füllt, wirkt das Ganze dann doch schon ein bisschen deutlich runder. Weil vor allen Dingen am Anfang die Leute ja direkt enttäuscht waren, oh, die Map ist nicht so geil und was auch immer. Ne, sobald man ein bisschen Stuff reinpackt, besonders gefallen mir natürlich hier die Kirschblütenregion, was ja auch anhand eines realen Leaks basiert, dass es Kirschblüten gibt. Das erzählt er auch hier ein bisschen in dem Video mit dem Kirschblütenregion. Nutzt dabei auch ein paar KI-Bilder. Aber das ist etwas, ja, was wir auch schon tatsächlich aus Leaks wissen, dass es einen Ort geben soll, der Sakura Springs heißt. Ob das dann in die finale Version schafft, ist so eine Sache. Ne? Wie gesagt, Epic Games hat ja die Karte schon soweit fertig. Aber so ein richtig knalliges, pinke Region wäre irgendwie actually geil, würde mir auf jeden Fall sehr gefallen, wie man hier auf eines paar dieser KI-Bilder, die er jetzt zur Veranschaulichung nutzt. Ich frage mich, woher die hat und diese 3D-Fahrten hat. Ist das auch aufs Overwatch? Oder ist das auch irgendwie ein KI-Video? Kann auch sein. Das sind meine Dachziegeln. Ja, er redet über die Dachziegel, Leute. Also klar, er nutzt viele Bilder jetzt, um einfach irgendwas zu veranschaulichen, ne? Zum Beispiel wie das hier, auch die Winterregion, weil wir auch ein paar der Codenamen kennen und das ist zum Beispiel auch ein Video aus Rette die Welt, ne? Weil wir ja auch schon ein paar Codenamen kennen von den Orten wie Mountain Village, Villa, es soll eine Yacht geben und so sonstiges. Seht ihr hier, ne? Das ist alles Rette die Welt.
Diese Ortsnamen habe ich auch schon im Video mal durchgekaut. Findet ihr wahrscheinlich auch oben rechts auf dem i. Aber wir haben noch weitere TikTok-Clips. Und kommen wir dann zu eines der richtig geilen Aktionen, die aktuell rumkursieren, und zwar der Waffenstillstand am 2. Dezember. Ich weiß nicht, ob Herr Anwalt der Anstoß davon war. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schon in Amerika irgendwie stattgefunden hat, weil ich habe auch schon diverse englische Clips dazu gesehen und ich bezweifle, dass die englischen TikToker Herr Anwalt geguckt haben und sich dachten, geil, die Aktion ist cool. Deswegen wird sich das irgendwo auf den sozialen Medien langsam rumgesprochen haben. Aber hören wir erstmal zu. Die Geschichte des Gamings eingehen und ihr müsst die Nachricht verbreiten. Und der Grund dafür ist, wie könnte es anders sein? Nein, nicht GTA 6, sondern Fortnite. Denn am 2. Dezember 2023 endet nicht nur das von vielen Spielern geliebte OG-Event und wir sagen leb wohl zur Map, sondern die Spieler planen ein zweites Mal. Ein zweites Mal auf Wiedersehen sagen. Was gigant mit einem großen Urknall. Und zwar soll am 2. Dezember ein vollkommener Waffenstillstand stattfinden, sodass jeder Spieler die Möglichkeit hat, durch die Map in Ruhe zu laufen und ihr leb wohl zu sagen. Ob das aber funktioniert, liegt... Ha! Geringverdienerproblem. Jeder kann auch in Custom Games einfach alleine reingehen und in Ruhe auf Wiedersehen sagen. Aber Quatsch. Lass mal wirklich rausgehen. Dann. Natürlich an uns, den Gamern. Und vor allen Dingen, ob wir uns alle auch daran halten. Woran ich ehrlich gesagt so ein bisschen Zweifel habe. Aber vielleicht helfen ja auch die Entwickler mit. Also tut uns einen Riesengefallen und verbreitet die Nachricht am 2. Dezember. Sodass wir der OG-Map vielleicht sogar ein für alle Mal würdig lebwohl sagen können. Und denkt dabei immer an die weisen Worte eines großen Philosophen. Ach, du brauchst nicht mich zu zitieren, ist alles okay. Also, ne, ihr habt's... Der eins sagte... Für Fortnite! Ja. Achtung, der große Philosoph Fortniteikus hat's prophezeit, Leute. Na, lasst uns wirklich am 2. Dezember dran halten. Das Ding ist, natürlich wirst du es nicht hundertprozentig durchziehen können. Es gibt Millionen von Abermillionen Spieler, die sich weder auf sozialen Medien unterwegs sind und einfach Fortnite für sich hinzocken und nicht online unterwegs sind. Und vor allen Dingen auch noch unterschiedliche Länder, Frankreich, Spanien und Polen und was auch immer, wer auch immer Fortnite zockt in allen Regionen, der wird null davon mitbekommen und natürlich wird es schwierig sein, komplett das alle drauf verzichten. Das Ding ist aber, wenn ihr jemanden seht, der gerade ohne Waffen rumläuft, dann wisst ihr, dass er ein Teil dieser Aktion ist und daran sollte man sich halten. Und wenn ihr so jemanden seht, dann geht zu ihm hin und gebt ihm eine Umarmung oder lauft zusammen durch die Karte, bis ihr dann gekickt werdet fürs Teaming, aber ist nicht schlimm, passiert einmal, ne? Aber so könnt ihr das Ganze dann erkennen, wer sich an dieser Aktion hier beteiligt. Natürlich werden es tausende von abertausend Menschen geben, die euch einfach wieder anschießen und euch als Free Kill nehmen. Es wird auch wahrscheinlich zig Runden dauern, bis das passiert. Aber desto mehr sich diese Nachricht verbreitet, desto mehr Leute davon Bescheid wissen und am 2. Dezember wirklich ihre Waffen beiseite legen. Vor allem allerletztes Mal, weil wer weiß, ob wir das als limitierten Modus bekommen, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal ein OG-Return-Event kriegen, wie es jetzt natürlich mit Chapter 1 der Fall war, dass es nochmal so in der Form passiert. Dafür ist das halt ein einmaliges Ding, es ist was Besonderes. Vielleicht machen die sowas nochmal mit Chapter 2. Aber damit ihr da auch Bescheid wisst und an dem Ganzen teilnehmt, würde mich natürlich freuen. Und dass ihr vielleicht nicht die ganzen Chapter 5 Sachen aktuell sogar glaubt oder beziehungsweise an 500 Spielerlobbys glaubt oder irgendwelchen gratis Winterpass und Battle Pass, die auf TikTok kursieren. Aber was ihr rumkursiert, sind Gameplay-Informationen über Lego, Leute. Und das solltet ihr auf der rechten Seite mal anschauen und es ist nice. Es ist wirklich nice. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung in Lego und den Racing-Modus. Könnten Dauerränder werden in Fortnite und wenn ihr das Video anschaut, werdet ihr wissen, warum.